Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich freue mich, dass Jesus selber jetzt zu uns kommt, diesen Gottesdienst uns segnet. Mit ihm hat dieser Sonntag heute zu tun, der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres. Im weltlichen Sinn, sage ich jetzt mal, ist es der Volkstrauertag. Der löst viele Gedanken aus. Gerade habe ich sie laufen sehen, so einige von der Feuerwehr, wahrscheinlich haben die auf unserem Friedhof heute ein Treffen und gedenken der furchtbaren Zeit der Weltkriege. Aber einmal kommt Jesus zum Weltgericht, so ist es jetzt heute hier überschrieben, und er wird mit uns zurückdenken, was gewesen ist, welche furchtbaren Zeiten da waren. Und es wird eine große Frage auftauchen, die Frage nach Schuld oder Nichtschuld, an richtig und an falsch. Einmal werden wir vor dem Richter stehen, einmal werden wir mit ihm zusammen zurückdenken, was wir aus unserem Leben gemacht haben, ob's gelungen ist oder nicht. Wir wollen diesen Gottesdienst an diesem vorletzten Sonntag feiern und uns um dieses Thema Gedanken machen. Wie ist das mit diesem vor Jesus stehen? Und haben wir diese Zuversicht, dass es für uns reicht, dass wir bei diesem Weltgericht einen gnädigen Richter haben? Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schon in den Psalmen wird das angekündigt: Der Herr wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Unser Leben liegt vor dir, Herr Jesus Christus. Du bist der Herr, du bist der Richter. Wir können nur bitten, erbarme dich um deiner selbst willen über uns. Kyrie eleison. Alle vier Verse, 152.
Schluss. Amen. Heute gab es wieder Zettel, der gelbe Zettel, der wäre jetzt gut, denn darauf steht der Predigttext für diesen vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Es ist ein Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief im 5. Kapitel und ich lese, was Paulus dort schreibt, ab dem Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Lieber Vater im Himmel, jetzt gehen unsere Gedanken über diesen Sonntag hinaus, auf den Tag, an dem wir leibhaftig vor dir stehen. Du wirst entscheiden, hopp oder top. Du wirst entscheiden, wo es mit uns hingeht. Wir wissen das. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, so wollen wir dich bitten, gib deinen Heiligen Geist, das Reden und Hören in der Kraft geschieht, die er schenkt, damit wir unseren Glauben festigen, mutig werden und die Hoffnung ergreifen, die du uns schenkst, wenn wir es wollen. Amen. Der erste Satz hier in dem Bibeltext, der erinnert mich an Friedhof. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird. Aha. Naja, dass dieser Körper baufällig wird, das merken fast alle. Früher oder später spürt man, wie man immer mehr Hilfe braucht, beim Sehen, beim Hören, beim Kauen. Und dann ist irgendwann Ende. Und dieser Körper ist zu Ende, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird. Dann geht's raus da auf den Friedhof. Dort liegen sie alle, diese irdischen Häuser und diese abgebrochenen Hütten. Friedhof, wenn du da mal drüber gehst, kannst du deine Studien treiben. Und es stellt sich da eine große Frage. Wie ist das mit dem Sterben? Hast du Hoffnung? Gibt's da nur noch abgebrochene Hütten auf dem Friedhof? Gibt's da nur noch Rückblick, wie schön das doch alles war? Wie viel Kraft man gehabt hat im Leben? Oder gibt's da auch noch Hoffnung? Wenn du über den Friedhof gehst, und ich bitte dich, mach das einfach mal. Vielleicht gehst du sowieso heute noch auf den Friedhof, kann ja sein. Dann achte mal auf die Grabsteine, die halten Predigen. Konzentrier dich mal auf das, was da steht.
Die reden mit dir und das ist eine sehr eindrückliche Botschaft. Da heißt es einerseits, hier ruht. Und dann heißt es auf der anderen Seite, hier ruht eben Gott. Da heißt es einmal auf einem Grabstein, auf Wiedersehen. Und dann steht auf einem anderen nur ein Wort, auferstehen. Da steht bei den Kindergräbern unsere Clara, verlorenes Glück. Und dann gibt es doch auch einen Stein, da heißt es, unser Otto, lasse die Kindlein zu mir kommen. Und wenn du weitergehst, dann steht da auf einem gekämpft, gehofft und doch verloren. Und dann heißt es auf der anderen Seite wieder, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und dann gibt es Grabsteine, da steht drauf, dem Verdienste seine Krone. Und dann gibt es da wieder einen Grabstein, auf dem steht, aus Gnaden seid ihr selig geworden. Manche nutzen dann so ein Wort von dem Philosophen Dante, lass jede Hoffnung fahren. Und dann steht wieder auf einem Grabstein, Herr, ich warte auf dein Heil. Dann gibt es einen Grabstein, der steht, unvergessen und sehr selten kann man auf einem Friedhof auch finden, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Habt ihr es gemerkt? Abgebrochene Hütten. Bei manchen wirklich Ende Gelände. Und bei anderen diese Hoffnung. Ja, abgebrochene Hütte, ja. Aber da gibt es eine Hoffnung. Dieser Predigtext, diese Sätze, die Paulus heute von den abgebrochenen Hütten und dem Friedhof sagt, dieser Gemeinde in Korinth, die sind nicht ohne Hoffnung, aber hat er recht mit dieser Hoffnung. Wenn wir diesem Richter einmal gegenüberstehen, dürfen wir hoffen, dass es für uns reicht? Oder ist alles gerade vergeblich? Dieses Thema Friedhof, das hat mich sehr beschäftigt und ich habe mal jetzt für mich in Gedanken drüber gesetzt, warum ich eine Auferstehung glaube. Ich habe dann mal nachgedacht und dann klick, klick, klick ist mir so einiges in Erinnerung gekommen. Warum ich an eine Auferstehung glaube? Klar, erstens, weil es schon in den Psalmen heißt, Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, das wäre nur die abgebrochene Hütte. Aber der Satz in den Psalmen geht weiter, auf dass wir klug werden. Aha, da hat also einer nachgedacht. Der hat gesehen, das geht mit allem zu Ende. Aber es kann doch nicht sein, dass es einfach nur Ende ist. Er hat gemerkt, es ist nicht egal, wie man lebt, sondern es gibt doch etwas mehr noch. Aber was ist das? Ja, das stelle ich auch fest. Es gibt Menschen, die leben in ihrer Hütte, so als gäbe es den nächsten Tag nicht. Die leben planlos einfach in den Tag. Aber irgendwo hat mich dieser Psalmvers immer gereizt. Wenn die 60, 70, 80 Jahre deines Lebens vorüber sind, voll mit Entscheidungen, mit Wegen, die du bewusst gesucht oder auch eben nicht gesucht hast, die du dir nicht aussuchen konntest, was ist mit diesem Echo? Was passiert, wenn dein Leben zu Ende ist? Was ist, wenn du auf dem Friedhof bist? Was ist mit diesem Echo, das dann kommt? Kommt da was danach? Psalm 90, Vers 12 sagt, wenn du klug bist, fängst du jetzt an nachzudenken. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Zweitens ist mir dann eingefallen,
Ich glaube an eine Auferstehung, weil ich in der Bibel nicht nur den Gedanken bekomme, nach vorne zu denken, wo kommt das Echo her, was wird das sein, sondern weil es Hinweise gibt, dass dort, wo die Gräber sind, diese abgebrochenen Hütten, es dann einen Schritt weiter geht in eine Totenwelt. Schon im Alten Testament, wieder im Alten Testament, ist davon die Rede. Der tote Mensch fährt in eine Grube, heißt es dort. Psalm 30, Vers 4. Herr, du hast meine Seele geführt aus dem Reich des Todes. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fuhren. Ja, was ist das mit dieser Grube? Ich muss denken an eine Geschichte, die ich auch in Rallye den Kindern erzähle. Eine Geschichte, die in die Geschichte von dem König Saul hineingehört. Du weißt vielleicht, dass dieser König einen guten Anfang gemacht hat mit Gott. Ja, er war ein guter König anfangs. Aber dann hat Gott ihn verworfen. In ihm steckte zu viel Eigenes. Und er hat Gott nicht mehr die erste Stelle eingeräumt in seinem Leben. Und nun geht sein Leben allmählich der Krise, der Katastrophe entgegen. Kennst du die Geschichte? Wie er am Schluss seines Königtums, wie es in der Bibel berichtet wird, um seinen Thron gekämpft hat. Die Feinde sind stark. Sie haben Kriegsmaschinen, die die Israeliten nicht hatten. Und nun ist es die Nacht vor dem Entscheidungskampf. Und er ist ganz unruhig. Er weiß nicht, was dieser Entscheidungskampf, diese Schlacht am nächsten Tag bringen wird. Und nun macht er etwas, was sowieso den Juden verboten war. Die Wahrsager soll man nicht befragen, heißt es in Gottes Wort. Und er weiß aber, er gibt einen Tipp, er geht zu einer Wahrsagerin in dem kleinen Dörflein Endor. Und diese Frau befragt er, was wird aus mir? Und diese Frau erfüllt seinen Wunsch und holt einen Toten aus dem Totenreich. Und an dem Mantel kann man ihn erkennen. Es ist Samuel. Der Samuel, der diesem König so lange Jahre gute Tipps von Gott gegeben hat. Der Samuel, der Pfarrer, der Priester war. Der Samuel, der ihn begleitet hat. Und das Erste, was dieser Samuel sagt, ist: Warum störst du mich in meiner Totenruhe? Spannend, habe ich denken müssen. Jetzt haben wir also schon zwei Sachen. Das eine ist der Hinweis drauf: Sei mal klug, denk über dein Leben nach, und zwar jetzt. Und das zweite: Es gibt ein Reich der Toten. Da ist noch nicht von Himmel die Rede. Da ist noch nicht von der Herrlichkeit die Rede. Oder von dem, was man so oft hört, in diesen Nahtoderlebnissen. Ja, da war ein Tunnel und dann ging es hinein in eine große Herrlichkeit. Die Bibel redet von einem Totenreich. Jetzt habe ich schon zwei Gedanken. Mir ist eingefallen, drittens, Jesus kriegt es zu tun mit dem Tod. Ich liebe die Story von Jairus und seinen Töchterlein. Als Papa bist du da betroffen, wenn du diese Geschichte liest, die in Lukas 8 erzählt wird. Da kommt zu Jesus atemlos der Synagogenvorsteher Jairus, also Kirchengemeinderat, nicht nur Kirchengemeinderat, Kirchenvorsitzender. Der kommt zu Jesus und sagt: Ich habe ein Problem. Meine Tochter liegt im Sterben. Kannst du kommen, Jesus? Und ihr müsst euch klar machen, was das bedeutet hat. Ein frommer Jude beugt sich mit diesem Satz vor diesem fremden Lehrer Jesus. Das war ein Hallo-Wach-Effekt in dieser Stadt. Er beugt sich vor Jesus und er sagt: Komm mit, sonst stirbt sie. Man spürt die Hoffnung, die Erwartung, die er hat. Und als Papa bist du da betroffen, wie langsam und behäbig Jesus reagiert. Hey, so kenne ich das von Jesus gar nicht. Er löst sich nur schwer aus dieser großen Gruppe. Und dann fängt er noch das berühmte Schwätzle an mit einer Frau, die ihn auf dem Weg zum Haus des Jairus anspricht. Er verwickelt sie in ein Gespräch, die sprechen miteinander. Und dieser Jairus, der tritt von einem Fuß auf den anderen. Der muss doch jetzt mitkommen. Mein Töchterlein liegt doch im Sterben.
Und dann nach dem Schwätzle, das Jesus hält, kommt er in das Haus. Nein, so weit kommt es gar nicht. Schon vorher kriegt er von einem Diener gesteckt. Es ist vorbei. Deine Tochter ist tot. Bemühe Jesus nicht mehr. Tod ist tot. Und Jesus, sie schläft nur. Das ist Provokation pur. Du kannst diese Geschichte vielleicht kritisch betrachten. Ja, ja, ich weiß. Du hast schon viel gehört von Scheintod und ähnlichen Dingen. Aber du musst in dieser Geschichte genau lesen. Alle Leute, die den Jairus betrauern, die fangen nämlich an zu lachen, als Jesus sagt, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Dieses Lachen ist ein deutliches Signal dafür, dass sie wirklich mausetot ist. Und jetzt wird Jesus aktiv. Und jetzt zeigt Jesus, was er kann. Die Story geht komplett anders aus. Das Kind ist tot, aber jetzt zeigt Jesus seine Macht. Da muss ich nachdenken. Dieses Kind hatte als Kind schon eine zerbrochene Hüte. Auf dem Grabstein wäre auch gestanden. Unsere, ich weiß ja nicht, wie sie hieß, Judith, Salome, Maria vielleicht, Maria war auch ein Name, der oft vorkommt. Unsere Maria, unser verlorenes Glück. Dieser Jairus hätte seiner Tochter einen tollen Grabstein gestaltet. Aber so weit kommt es nicht. Jesus greift ein, auch wenn es um den Tod geht. Und das bringt mich ins Nachdenken. Ich weiß, dass ich vorausdenken muss. Ich weiß auch, dass es ein Totenreich gibt. Aber ich weiß auch, dass Jesus eingreift. Also muss ich ihn beim Vorausdenken bedenken. Und das ist für mich Anstoß, jetzt viertens in die Richtung der Auferstehung zu denken, an einem Punkt, der wichtigste Punkt unseres Glaubens ist. Die Auferstehung von Jesus selber. Mann, ist die gut bezeugt. Jesus war ein toller Mensch. Schlaue Sätze, tiefsinnig. Er war dem tiefsten Geheimnis des Lebens auf der Spur, unerreicht in seinem tadellosen Leben mit Vorschriften, Regeln, mit der Moral. Aber wenn du hier stehen bleibst, dann wirst du Jesus nicht gerecht. Jesus hat noch mehr Macht. Er war eben mehr. Ja, er hatte auch einen abgebrochenen Körper, also eine abgebrochene Hütte. Er hatte sogar einen Grabstein. Aber all das hat ihn nicht gehalten. Der Friedhof, das Totenreich, das war nur Wartesaal. Weißt du, wie es heißt? Am dritten Tag. Was hat er gemacht? Wo war er? Er war im Reich der Toten. Aber die Uhr läuft mit. Der dritte Tag ist die Zeit, an der dann im Totenreich seine Uhr abgelaufen ist. Und das ist unfassbar, dass einer noch mehr Macht hat als der Tod. Mehr Macht hat, aus diesem Totenreich wieder rauszukommen. Ja, das stimmt und ich finde es komplett richtig, dass Thomas fordert, ich kann das alles nicht glauben, wenn ich nicht meine eigenen Hände in seine Seite lege, wenn ich nicht seine Löcher in den Händen mit meinen Händen berühre. Ich finde das richtig. Wenn wir uns im Glauben auf Dinge verlassen, die kein Fundament haben, haben wir ein Problem. Und diese Frage der abgebrochenen Hütte und der Hoffnung ist unser Zentralthema. Wir gehen doch darauf zu, dass unsere Hütte des Lebens abgebrochen wird. Es ist wie bei der Strickjacke mit Knöpfen. Am Ende muss es stimmen und dann kann ich anfangen, eine Strickjacke zuzuknöpfen. Passt es am Schluss mit der Auferstehung der Toten? Die Hoffnung. Die Freude kommt hier ins Spiel. Wenn wir den Bibeltext uns anschauen in Vers 6, 7 und 8, da spüre ich etwas von der Hoffnung, die Paulus hat. Er schreibt hier, so sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, wir sind aber getrost und
begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Paulus nimmt diese ganzen Punkte auf bei seinen Überlegungen zum Glauben der Auferstehung. Er weiß, dass man vorausdenken muss. Er kennt dieses Totenreich. Er weiß, dass Jesus die Macht hat, stärker ist als der Tod, so wie er es bei der Tochter des Jairus bewiesen hat. Und noch mehr, die Berichte der Bibel sind eindeutig, Jesus ist auferstanden. An einer Stelle sagt er sogar, wenn ihr mir nicht glaubt, so sagt Paulus, wenn ihr mir nicht glaubt, es waren 500 Leute dabei, die den Auferstandenen gesehen haben, dann fragt doch die, ob er ihnen wirklich erschienen ist. Es ist eine tolle Hoffnung, die wir mitnehmen auf dem Weg unseres Lebens, der uns an unser irdisches Ende führt. Aber jetzt die spannende Frage zum Schluss. Wenn ich jetzt also überlegt habe, was da kommt, woher weiß ich dann, dass dieser Richter, der mir gegenüber tritt, der unserem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres das Thema gibt, Weltgericht, alle müssen sie kommen. Es können keine leeren Plätze übrig bleiben, sie werden alle da sein. Woher weiß ich dann, dass dieser Richter mir gnädig ist? Oh, den Punkt kann ich kurz machen. Jesus selber hat dazu Stellung genommen. Johannes 5, Vers 24, ein Satz. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Dieser eine Satz reicht aus. Gestern habe ich hier beim Kongo die Geschichte erzählt von dem reichen Finanzbeamten. Ein Satz aus seinem Mund hat dazu geführt, dass er sich taufen ließ. Der Philippus fragte ihn, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dich erretten kann? Und da hat dieser reiche Finanzbeamte gesagt, das glaube ich. Dann sagt Philippus, komm, wir steigen ins Wasser, wir taufen dich. Ein Satz genügt, sich voll dahinter stellen, diesen Jesus glauben. Das ist die Hoffnung, das ist die Freude, das schönste Geschenk, das Jesus uns hier macht, während wir jetzt noch unterwegs sind. Weil es diese Hoffnung gibt, hat auch dieses Mahl der Gnade große Kraft, Abendmahl. Wir wollen heute Abendmahl feiern miteinander. Da verspricht er, wer isst und trinkt, mich aufnimmt in das Leben. Bei dem bin ich, bei dem bleibe ich, der trinkt hindurch zur Ewigkeit. Wir wollen das Abendmahlslied singen, 225 aus dem Roten Gesang. Amen.
lade jetzt ein, bevor wir unsere Abendmahlsfeier beginnen, dass alle sich noch vorbereiten, mal von dem kleinen Teller, die Zellophanhülle, noch abmachen. Und dann zweitens im Gesangbuch die Nummer 029 suchen, denn dieses Bekenntnis wollen wir gleich miteinander sprechen. Das ist ganz, 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 ganz weit vorne. Noch vor der richtigen Nummer 1. 029. Da muss man ganz nach vorne blättern. Noch weiter, viel weiter nach vorne. Von vorne anfangen am allerbesten. Gleich auf den ersten Seiten. Das ist vor der Nummer 1. Jetzt passt es gar nicht. Das finde ich schön, wir wollen einander helfen, den richtigen Text zu finden. Passt, jetzt haben wir es, glaube ich. Genau, jetzt sehe ich, dass alle soweit sind. Abendmahl. Ich hänge immer an diesem Bibeltext, der ein Blick durchs Schlüsselloch ist, als die erste Gemeinde sich trifft. Was haben die gemacht? Die haben gepredigt, die haben Gottesdienste gefeiert, die haben aber auch Abendmahl miteinander gefeiert. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wir stellen uns jetzt mit dieser Abendmahlsfeier hinein in diese Gemeinschaft der Christenheit, die heute an diesem Sonntag sich trifft, die braucht das Wort Gottes, weil dieses Wort so viel Kraft hat. Aber sie braucht auch diese Gemeinschaft selber mit Jesus Christus. Und dazu darf ich heute einladen. Wir wissen, dass wir damit dem Herrn über Leben und Tod gegenübertreten. Und so lade ich jetzt alle ein, dass wir laut miteinander dieses Gebet, dieses Sündenbekenntnis unseres Gesangbuches sprechen unter der Nummer 029. Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe, in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland, aber ich habe mich selbst mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meine Nächsten gegeben, sie zu lieben wie mich selbst. Aber ich erkenne, wie sehr ich versagt habe in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Amen. Vor dem Angesicht Gottes frage ich jetzt jeden von euch, du hast es gerade gesprochen, dieses Bekenntnis über deinem Leben. Ist dies dein aufrichtiges Bekenntnis? Und möchtest du, dass Jesus dir deine Schuld vergibt? Dann antworte ja. Jesus hat dieses Ja gehört. Der allmächtige Gott erbarmt sich deiner. In Jesus vergibt er dir alle deine Sünden. Und als sein berufener Diener der christlichen Kirche
Auf Befehl unseres Herrn Jesus Christus spreche ich dich los von allen deinen Sünden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. Wahrhaftig würdig und recht ist es, billig und heilsam, dass wir dich, lieber Vater im Himmel, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du gesandt, in unser menschliches Elend zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat durch das Opfer seines Lebens am Kreuz alle offenen Rechnungen bezahlt. Dieses Geschenk macht er jedem, der ihm vertraut. Darüber preisen wir dich mit allen deinen Geschöpfen und wir bekennen ohne Ende deinen Ruhm und deine Ehre. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten war, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet ihn und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Christi Leib für dich gegeben, wir essen miteinander. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn in den und sprach: Nehmet ihn und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir trinken. Christi Blut für dich vergossen. Amen. Das stärke euch im Glauben zum ewigen Leben. Amen. Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Ja, du wirst der Welten Richter sein. Dieser Tag kommt, der liegt schon fest. Wir gehen darauf zu. Keiner kann ausweichen. Aber du machst dich mitten in unserem Leben mit uns auf den Weg. Wir haben gegessen. Wir haben getrunken. Wir haben vor dich gebracht, was uns trennen kann, vor dir. Und du hast es weggenommen. Herr, so segne du unseren Weg, dass wir ihn mit Freude und mit Hoffnung gehen, auch wenn wir spüren, wie unsere Hütte des Lebens immer kärglicher und ärmlicher wird. Wir wollen dich bitten für unsere Kirche. Stärke du sie, dass die Gemeinschaft lebendig bleibt durch deine Kraft, durch deine Nähe, durch deine Hilfe. Und gib du, dass wir einander ermutigen, auf diesem Weg der Hoffnung zu bleiben. Herr, es ist ein breiter Strom von Menschen, die an dir vorbeigehen. Wir bitten für sie. Gib, dass sie hellwache Ohren und Köpfe bekommen, Herzen, die sich neu ausrichten. Und wo wir etwas dazu tun können, da mach uns die Augen auf und segne, dass sich viele einladen lassen zu einem gnädigen Herrn und Richter. Und was sonst noch in unseren Bitten täglich vorkommt, was heute noch unausgesprochen ist, das höre jetzt auch, wenn wir miteinander beten, so wie du es uns gelehrt hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt bitte Platz, wir wollen jetzt noch einmal singen. Und zwar aus diesem hellblauen Liederbuch, die Nummer, wo ist es, 16. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es soll ein Gottesdienst sein hier in unserer Kirche in Östringen um 18.30 Uhr.
Die Konfirmanden werden da sein, die sind ja überschaubar viele. Deswegen habe ich auch die Freiheit zu sagen, wer von der Gemeinde dazukommen möchte an diesem Mittwoch, der ist herzlich eingeladen zu diesem Gottesdienst an Buß- und Bettag. Am nächsten Sonntag ist für die Gemeinde hier auch der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Menschen sind eingeladen, die in diesem vergangenen Jahr getrauert haben, die auf dem Friedhof waren, die von einem Menschen Abschied genommen haben. Wir werden in diesem Gottesdienst dieser verstorbenen Gemeindeglieder gedenken. Parallel aber dazu findet ja die Gemeindefreizeit statt. Oh, ist es schlecht geplant gewesen? Ja, ein bisschen schon, aber eben auch wieder nicht. Denn wir hatten ein Haus gemietet, haben dann die Anfrage verschieben müssen, aufgrund von dem tollen Thema Corona. Also fällt dieses Mal beides zusammen. Und ich habe dann für mich persönlich überlegt, diese Gemeindefreizeit, da wird ein Impuls gesetzt, der etwas austrägt für das, was kommt. Mir ist das wichtig. Ich möchte gerne, dass die Gemeinde nicht nur hier, sondern auch in Odenheim Kraft und Stärke bekommt in ihrem Glauben. Also habe ich mich zu 49% entschieden, da mitzugehen und bin am kommenden Sonntag nicht da. Aber ich weiß, dass Pfarrer Nazarek, der viele Jahre Gemeindeerfahrung hat, diesen Gottesdienst ebenfalls würdevoll feiern wird, im Kontakt mit den Menschen, die Abschied genommen haben. Das waren meine Dinge, die ich noch weitergeben wollte. Ich möchte den Gottesdienst beschließen und bitte darum, dass alle aufstehen. Heute ist der Wochenspruch an diesem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres ein Satz, den wir eben schon hatten in unserem Predigtext. Es ist der Vers 10 aus 2. Korinther 5. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.